Hallöchen zusammen. Heute haben wir mal auch was ganz Spezielles. Der Christian Klimt, der hat mir ja den Roadrunner zur Verfügung gestellt. Und den nutzen wir schon mal hier für diese hübsche Fichte, die wegkommt wegen diesem netten Schaden. Als Hansesicherung. Da kommt sie weg. Bodenmann ist Danny, der gerade mal kurz eine tote Thuja noch weggenommen hat hier nebenbei. Ja, wäre besser gekommen. Na, wir hatten hier echt einen lustigen Anblick, weil nur die Mitte, die war, waren drei Stränge. Die Mitte war vergammelt, links und rechts hing noch und sah, war eine schöne Teufelsgabel. Naja, aber irgendwann muss es ja mal weg. Henny und Vater sind in der Zeit am gleichen Grundstück hinten mit Heckenschnitt beschäftigt. Sie probieren zu retten, was zu retten geht. Weil hier wurde schon mal Hand angelegt, war nur nicht so ganz gelungen. Henny, einmal lächeln für die Kamera. Danke, reicht. So, naja, wir starten durch, dass das Ding wegkommt. Wir haben ja total den Stress heute hier.
kurzen Schritte abgelassen und wieder hoch. Dann läuft bitte vom Fenster von alleine durch. Ja?
So, Bäumchen ist runter. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie der Rope Runner als, wie nennt sich das komische Ding da, was du noch anmachst? Hansesicherung. Funktioniert, hat eigentlich sehr, was heißt eigentlich, hat super funktioniert, läuft also von alleine nach, greift gut. Ja, ist eine coole Sache, werde ich jetzt demnächst auf jeden Fall mit einbauen als Hansesicherung. Ja, was zur 45 zu sagen ist, ja, das habt ihr ja selber gesehen, zieht gut durch, 38er Schiene ist drauf. Spielt sauber. Also erster Eindruck. Ich zwinker übrigens gerade mit dem Auge, sieht man nur durch die Brille nicht.